Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und ihr seht es schon im Titel, heute zeige ich euch, wie ihr alle Bierhelme bekommen könnt und zwar nicht als Outfit, sondern in euer Inventar, also ihr besitzt dann die Bierhelme, als ob ihr die gekauft hättet. Der Nachteil an diesem Glitch ist, ihr verliert alle eure gespeicherten Outfits. Das ist der ganze Nachteil, mir tut es leid, dass ich jetzt den Glitch gemacht habe, ich habe jetzt meine gemoddete Outfits verloren. Aber ich habe ja Safe Wizard, das heißt, ich kann es ja dann wiederholen. Ich werde euch den ganzen Glitch hier beim weiblichen Charakter zeigen. Wie es mit dem männlichen Charakter geht, da verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung ein Video von WFG, der das mit dem männlichen Charakter gemacht hat. Und da würde ich sagen, fangen wir doch ganz einfach mit dem Glitch an. Der Glitch ist echt simpel. Ihr geht jetzt her, öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Stil und dann geht ihr auf Aussehen verändert, was 100.000 Dollar kostet. Diese 100.000 Dollar müsst ihr leider zahlen und dann landet ihr auch im Charaktereditor, also wo ihr eure Charakter ändern könnt. Seid ihr dann im Charaktereditor, dann geht ihr runter auf die Bekleidung und dann switcht ihr einfach nur Crew-T-Shirts durch. Also einfach nur durchswitchen, sodass ihr dann am Ende wieder auf kein Crew-T-Shirt landet. Ist ganz wichtig, kein Crew-T-Shirt. Und jetzt kommt ein ganz kleiner tricky Part. Ihr müsst jetzt Kreis und dann die Steuerkreuztaste nach unten gleichzeitig drücken. Also Kreis, Steuerkreuz nach unten. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, euer Charakter, das Geschlecht zu ändern. Das macht ihr jetzt auch. Ihr wechselt jetzt einfach nur euer, wenn ihr jetzt einen weiblichen Charakter habt, auf den männlichen Charakter. Habt ihr dann euren männlichen Charakter ausgewählt, dann geht ihr einfach nur auf Speichern und weiter und dann verpasst ihr dem einfach einen Namen oder lasst euren alten Namen, dann müsst ihr ein Foto noch machen und dann werdet ihr auch schon in die Online-Lobby reingeworfen. Seid ihr dann in der Online-Lobby, dann werdet ihr schon mal feststellen, ihr verliert nichts an Level und auch nur die 100.000 Dollar, was ihr am Anfang gezahlt habt für das Charakterauswahl, der Rest eures Geldes bleibt euch bestehen. Jetzt geht ihr einfach nur in irgendein Bekleidungsgeschäft eurer Wahl. Egal welches, Hauptsache ein Bekleidungsgeschäft. Seid ihr dann im Bekleidungsgeschäft, dann geht ihr auf die Rubrik Schuhe, geht dann runter zu der Kategorie elegante Schuhe und jetzt kauft ihr euch alle eleganten Schuhe von 2 bis 32. Also komplett alle kaufen. Wird ein kleines bisschen kostspielig, aber es sind halt immerhin die Bierhelme, ne? Ihr kauft einfach nur die Schuhe von 2 bis 32, habt ihr dann die Schuhe gekauft, dann geht ihr einfach her und geht zu den Accessoires und kauft euch dort unter der Rubrik Tücher das weiße Tuch. Jetzt müsst ihr euer Spiel einfach nur abspeichern. Das macht ihr, indem ihr jetzt einfach nur irgendwas an eurem Outfit ändert oder ihr jetzt jemand umbringt, einen NPC, und von ihm das Geld einsammelt. Dann wartet ihr ein kleines Moment, bis ihr euch sicher seid, das Spiel hat gespeichert. Wenn dies dann der Fall ist, dann drückt ihr einmal auf die Optionstaste, geht dann rüber auf Online und geht dann auf den Editor. Jetzt werdet ihr dann in den Job-Editor geladen. Wenn ihr dann im Job-Editor seid, dann geht ihr runter auf Zurück zu GTA Online. Jetzt müsst ihr ein kleines bisschen warten und dann werdet ihr auch schon den Screen bekommen, ob ihr das Aussehen eures Charakters ändern wollt. Diese bestätigt ihr ganz normal mit X und ihr könnt dann euer Charakter wieder ändern. Also ihr landet dann wieder im Charaktereditor. Jetzt macht ihr das Ganze wie am Anfang. Ihr geht jetzt runter auf Bekleidung, geht auf Crew-T-Shirts und switcht dort wieder alles durch, bis ihr am Ende wieder auf keine Crew-T-Shirts seid. Dann müsst ihr wieder die Kreis- und die Steuerkreuz nach unten Taste gleichzeitig drücken. Was heißt gleichzeitig? Ihr drückt Kreis und dann sofort Steuerkreuz nach unten. Und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, euer Charakter, das Geschlecht zu ändern. Das macht ihr jetzt auch. Ihr geht dann wieder auf den weiblichen Charakter, geht dann auf Speichern und weiter. Dann müsst ihr wieder einen Namen eingeben und ihr werdet wieder ein Foto machen und ihr landet dann wieder in der Online-Lobby. Seid ihr dann in der Online-Lobby, dann geht ihr einfach mal her auf euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, auf Accessoires und jetzt switcht mal eure Hüte durch. Ihr werdet unter anderem die patriotischen Hüte bekommen und natürlich auch dann die Bierhelme. So einfach ist der Glitch, ist halt ein kleines bisschen kostspielig. Im Stream wurde sich gewünscht, dass ich diesen Glitch hochlade.
Bitteschön. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.